Hoffentlich kommen die neuen Rüden bald. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enderal. Ja, ja. So, wir haben ein paar Aufträge nochmal gekriegt. Du hast auch nichts Neues zu erzählen. Dann schauen wir doch mal, wie wir hier am besten... Da hinten müssen wir rüber. Zur Höhle. Ich sehe gerade die Karte. Ist mir vorher noch nie aufgefallen, dass hier so ein paar Zacken und Ecken hat. Dass das irgendwie nicht so ganz rund eingezeichnet wurde. Na gut, dann schauen wir uns mal die Klarwasserhöhle an. Wie kommen wir da am besten hin? Da wäre sogar der Miradenturm. Habe ich den eigentlich schon entdeckt? Glaube nicht. Oder? Nope. Dann gehen wir den mal gerade entdecken. Ja, am besten da hoch. Das sind auch nochmal 40 Erfahrungspunkte. Wir können es dann später mal nutzen, um da weiter zu reisen. So, komm, gib mir ein bisschen Fersengeld. Was bist du? Hase. So. Okay, da ist Stehlen angesagt. Wo sind denn meine Frames gerade hin? So, ne, ich glaube, das bringt nicht viel. Also, ach so, stimmt, der Mirade, der war ja krank. Ihm geht es jetzt wohl wieder besser, wie es scheint. Schön. Aber wir wollen immer noch weiter nach da hinten irgendwo. Und das machen wir am besten über den Weg und vielleicht auch am besten über unser Pferd. So. Zack. Auf geht's, Karren. Wir haben die Gegend hier schon einigermaßen abgefrühstückt und von daher wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel hier uns entgegentreten. Und wenn, treten wir auch, und zwar in den Arsch. So, da wäre die Ausdauer weg. Ich glaube, skillen können wir das Viech aber nicht, oder? Wäre mir neu. Hm. Na, ich reite, glaube ich, noch ungefähr in die richtige Richtung. Ach ja, diese ganzen Frame-Drops immer. Das sieht aber gut aus. Da wäre dann die Höhle. Scheinbar war ich da auch sogar schon mal... Ah, ich glaube, da bin ich dran vorbeigelaufen, als wir hier mit Jesper lang gelaufen sind, oder? Das könnte natürlich sein. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Schaufel, endlich. Ah, und eine Falle. Hi. So. Scheinen ein paar Skelette rumzuwuseln. Machen wir mal. So, die Fackel wieder hin. Soll denn sonst das noch alles hinführen? So, kommt ihr? Dürfte jetzt hier kein Problem sein, dass ich, wie gesagt, ich denke mal, das ist hier alles für niedrigstufigere Charaktere ausgelegt. Ah, guck mal. Beim Ring des Lichtpaten.
Eisenschwert der Flammen nehmen wir noch mit. Da kommt irgendjemand gelaufen, oder? Ah, ein bisschen Ambrosia, nett. Da war noch gerade Groschen, oder? Ja. Da unten ist noch ein Verlorener. Der mit Pfeil und Bogen schießt. Ist, glaube ich, gerade nicht so angenehm für uns. Ich glaube, wir holen uns den mal heim. So, auch da hätten wir auch irgendwas hinzaubern können. Passt schon. So, und du noch? Na, guck mal, der hat noch Knochenmehl. Und da war noch einer, oder? Hier, da oben. Ach, der Belosch, der Sucher. Hat er uns gesucht? Wahrscheinlich, ja. Dann holen wir uns den mal. Kommst du da runtergesprungen? Oder wie machen wir das? Wir können auch einfach... Guck mal, ich kann auch einfach hier hochlaufen. So, guck mal. Dann brauchst du auch nicht mehr lange suchen. Dann können wir uns gleich mal hier treffen. Da oben. Das heißt, wir müssen irgendwie dahin. Hi. Okay, der hat schon ein bisschen mehr ausgehalten. Geld, Knochenmehl. Ah, nimm uns das rätselhaft Nomaden. Ein Vogelei. Gut, da haben wir wieder einen weiteren Z-Gegenstand gefunden. Ob ich gar nicht mal so verkehrt. Hier könnte ich aber echt mal eine Fackel holen. Wo geht's hier weiter? Ich glaube, wir sollten doch mal hier runter. Hm? Einmal. Zweimal. Passt. Hui. Au. Durch rennen wir noch einmal rein. Auch schön. Euer Gegner hat keine magische Ladung mehr. Alles klar, dann müssen wir das nochmal machen. Danke fürs Bescheid geben. So, wenn wir dann schon mal hier sind, dann wird erstmal so ein Käserad nochmal gefuttert. Und wir werden das Ding nochmal aufladen. Zack. Wir könnten jetzt noch mal gerade schauen, wir könnten einmal darüber hüpfen. Ach, da ist dann wohl das Viech. Da will ich erstmal unten nachschauen. Mhm. Was uns hier noch so erwartet. Krabben. So, da haben wir eine Falle. Ach, und da geht's dann wohl raus, oder? Nee. Die ist etwas größer, als ich dachte, die Höhle hier. Aber gut. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Hier noch irgendwas Interessantes? Noch ein Hebel.
Ah, okay, da können wir nur, glaube ich, hier hoch in die Falle mehr oder weniger auslösen, wie mir scheint. Okay, dann hier rüber und die Skelette da hinten weghauen. Die Herren. So. Danke für euer Zeug. Jetzt haben wir hier noch einen weiteren Weg. Meine Güte. Echt ganz schön verwinkelt. Aber hier gibt es zumindest Zeug zum Mitnehmen. Gibt. Ja, okay. Kann man mal machen, denke ich. Zack. Wir machen. Geld. Ach, und hier ist dann wahrscheinlich ein weiterer Ausgang. Gut zu wissen. Okay, dann dürfen wir, glaube ich, hier alles abgefrühstückt haben. Moment, da war was. Ach so, Fackelalter. Das heißt... Moment. Hier war ich noch nicht. Ach, da ist noch eine Falle. Doch noch nicht alles hier so ganz abgefrühstückt. Fußstapfen des Vielgereisten. Da hatten wir doch auch schon mal was von. Leichte Rüstung, ja genau, das war das mit dem Schleichen. Die Rattenfinger-Dinger wären vielleicht ganz schön, wenn wir da noch ein paar mehr hätten. Aber da sehen wir auch, es lohnt sich, die ganzen Dinger, also die Höhlen hier zu erkunden. Aber das macht ja auch oft Sinn, also... Ist ja eigentlich auch das A und O von so einem Spiel, dass es halt für das Erkunden dich belohnt. So, dann gehen wir hier mal reinschauen. Schnappen uns mal das, was da hinten ist. Ob das jetzt der Trank ist oder der Aura-Dieb oder was weiß ich. Wir werden es sehen. Was? Skelette. Auch schön. Lauch. Karotte, Tränke. Da war doch kalter Blick des Rattenfängers. Sehr schön. Wo wir davon geredet haben. Bringt was? Macht halt ein bisschen. Wir haben ein bisschen weniger Rüstung. Aber wir haben einen schönen Bonus noch mit dabei. Ich glaube, da haben wir das jetzt sogar fast vollständig jetzt, oder? Und ich glaube, die Rüstung, also die Platte fehlt noch. Okay, da liegt dann wohl der Trank. Ich will erst nochmal hier runterschauen. Ah, guck mal. Da fliegt so ein Zauberbuch rum. Und Eisenharnisch der Lebenskraft. Okay. Hat sich ja gelohnt. Der ganze Spaß. Was kann denn der Eisenharnisch? Ah, das ist, glaube ich, der, den wir schon mal hatten. Aber der ist ein bisschen mehr wert, glaube ich, jetzt, oder? Ja, komm, dann gehen wir mal hier hoch. Ich gehe mal sicherheitshalber aufs Schild. Wer weiß, was das hier wird. Ach, da haben wir es ja. Hi. Da war dann der Aura-Dieb. So, jetzt aber. Trink und die Flasche zerschmettern. Ne, ich nehme es mal mit. Ich hätte natürlich auch mal speichern.
Nee, oder? Ich weiß nicht. Ich hätte mal speichern können, es einfach mal trinken und dann halt gucken, was es bringt. So, hier kamen wir, glaube ich, dann relativ schnell raus. Also relativ. Ich denke schneller als durch die andere Ecke hier. So, nee, hier war nichts, da ging es weiter. Können wir das eigentlich entzünden? Nee. Können wir nicht. Na gut, dann können wir es aber in der Folge noch abgeben, die Quest. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal uns noch um Trolle kümmern. Und dann wird es auch mal wieder Zeit für Hauptquest. Sehr lange genug hier rumgemacht. Obwohl, das war jetzt, glaube ich, ein Ingame-Tag, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir haben ordentlich was erledigt. Freut mich, ja. So, Pferd. Verkaufen können wir dann auch mal noch. Warte doch. Warte mal hier. Ich höre hier doch wieder so ein Wühnwurz. Da oben wahrscheinlich. Komme ich da hin? Glaube eher nicht, oder? Kann ich mich da irgendwie hochbacken, ne? Das geht zumindest schon mal. Schön weit auf die Leertaste hämmern. Jawohl. Ah, siehst du? Hat sich das doch schon mal ausgezahlt. Gut, dann. Wohl, wir haben es ja eigentlich schon fast geschafft. Wir sind ja eigentlich quasi hier um die Ecke. Lohnt sich das mit dem Pferd gar nicht großartig. Na du? Du alter Hirsch. Achso, das war, glaube ich, das Haus, wo wir mit Jesper dann reingingen. Es summt. Ja, ja, ist ja gut. Erschöpft der arme Kleine hier. Na gut, in schwerer Rüstung läuft es sich ja auch nicht so gut. Oh, doch noch ein bisschen weiter, als ich dachte. Hier waren wir dann ja auch schon, wie es scheint. Hui. Wir lassen einfach mal rüberschwemmen. Oh. Na? Die Herren. Bin jetzt halt auch echt mal gespannt, was dieser Schädel dann macht. Ich glaube, ich speichere vielleicht vorher doch nochmal ab. Wir dann notfalls neu laden können, wenn der halt nichts bringt. So, Schnucki, guck mal. Grüße. Ihr hattet recht, euer Trank war wirklich in der Klarwasserhöhle. Und der ist unversehrt. Hier, seht selbst. Zeigt. Oh, Wonne, das ist er wirklich. Bei den Wogen des Kosmos. Wie kann ich euch nur jemals danken? Ach ja, richtig, der Meisterschädel. Einen Moment, ich suche eine passende Ledertasche für euch. Na gut, dann gebt mal her. Aber gerne doch, ihr habt es euch verdient, ihr... Ja, das könnte klappen. Es gibt einen alten pyräischen Sternkreis in der Nähe der alten Dreiflusswacht.
Geht dorthin und balanciert den Schädel beim Mondschein für eine Stunde auf dem Kopf. Das sollte euch helfen. Und nun schreitet wohl. Es war mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen. Schreitet wohl. Na, danke. So. Bei XP, wir haben Meisterschädel gekriegt. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Ach, warum muss das Zeug so teuer sein? Alles Kiffer hier. Gut, das soll's aber für die Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Sich nach dem Tod seines Bruders klammern kann. Ja, ja. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.